Ja, ich habe mich um 8:30 auf die Bank gelegt. Und dann guckte ich eine Stunde später raus und dann war die Straße schon überflutet. Ja, man muss dran denken, wenn man in Urlaub fährt, dass man sein Auto weiter oben parkt. Aber ansonsten wird man eigentlich vorgewarnt. Und hier kommt dann immer die Feuerwehr vorbei und sagt Bescheid, genau.